Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 11 vom Binding of Isaac Community Remix Mod Gedöns. Random. Blue Baby. Alles klar. Spielen wir als Blue Baby. Und vor allen Dingen spielen wir als Blue Baby. Derp. Sorry, ich kann heute irgendwie nicht reden. Ich habe mir gerade nochmal die Steam Store Page von Binding of Isaac Rebirth angeschaut, deswegen bin ich gerade so ein bisschen abgelenkt. Ich habe nämlich gerade festgestellt, dass Rebirth sogar lokalen Koop hat für Isaac. Und daran bin ich doch durchaus interessiert, wenn ich ehrlich bin. Ja, Gott dang it. Na gut, ansonsten als Blue Baby starten wir mit 3 Spirit Herzen. Wir können keine roten Herzen bekommen. Nur blaue Herzen, also selbst... Spirit Herzen, also selbst wenn wir... HP Upgrades finden, bekommen wir davon. Okay, vergesst es. Reset. Ich versuche das nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 11 vom Binding of Isaac Community Remix. Wir starten als Blue Baby. Als Blue Baby starten wir als einer der stärksten Charaktere und nur mit Spirit Herzen. Also, selbst wenn wir HP Upgrades oder ähnliches bekommen, werden die zu einem Äquivalent an Spirit Herzen. Ansonsten haben wir eine permanente Deal Chance, weil wir keinen Rotherz Damage nehmen können. Das heißt also, wir sind nur vom Modifier betroffen, der festlegt, okay, ihr hattet gerade erst einen Deal mit dem Devil, ihr kriegt nicht schon wieder einen. Der zwar auch nicht so funktioniert, aber so recht gut zu erklären ist. Guppy's Hairball. The Special Item und eins der bescheuertsten Items, um genau zu sein. Lassen wir liegen. Gehen wir gerade weiter. Schauen wir doch mal hier rechts. Okay, also keine Bomben. Beschissenes Item. Soweit kommt's noch. Ganz im Ernst, so weit kommt's noch. Naja, sieht schon besser aus. So, dann schalten wir doch erstmal. Die fliegen aus. Dann kümmern wir uns noch um den Herrn Hopper hier. 2 Schlüssel, schön. Setzen gerade noch unser Häufchen. Noch ein Penny. Und schauen in unseren Item Room und bekommen Halo of Flies. Ist auch ein Special Item, sind 2 Orbitals, die gegnerische Projektile blockieren und Gegner vom Typ Fliege insta-killen. So. Schauen wir mal. Curse Room. War mir irgendwie schon fast klar, dass das so enden würde. Den Halo of Flies lassen wir erstmal liegen. Schauen wir mal, wer unser Boss ist für heute. Steven. Das heißt, wir könnten hier vielleicht sogar das Damage Upgrade Steven bekommen. Ja, komm. Und nur damit ihr es wisst, ob ihr Steven oder Little Steve bekommt, ist absolut zufällig. Es hat auch keinen Einfluss, ob ihr zuerst den kleinen oder den großen Kerl killt. Also braucht ihr euch da nicht allzu viel Mühe zu geben. Als Blue Baby sind wir glücklicherweise schnell genug, um dem Charge von Steven auszuweichen. Okay, das war der eine. Müssen wir noch unseren kleinen Kumpel hier killen. Kann ich dich juggeln? Wow. Rück mir nichts auf die Pelle, Alter. Da bin ich leider genau reingelaufen. Und erwischt. Schade, es ist nur, in Anführungsstrichen nur, Little Steve, der Familiar, der Homing Tears schießt. Der allerdings auch nicht special ist, also sacken wir noch den einen Penny hier ein und verschwinden auf den nächsten Floor. Basement 2, Cellar 2. Basement 2. Oh, Curse of Darkness. Das bedeutet, wir können das Layout des Floors nicht sehen. Unabhängig davon, ob wir die Räume schon besucht haben, ob wir die Map oder den Kompass haben oder irgendeine von den Tarotkarten, die uns das Layout zeigt. Absolut irrelevant. Filmen wir noch schnell die Hopperchen hier. Noch ein Penny. Schön. Und ein Klotti. Nicht ganz so schön, aber in Tinted Rock. Mit einer Bombe wäre das sehr schön. Dann hätten wir nämlich unter anderem Chancen auf ein paar Spirit Herzen, Schlüssel, Bomben oder sogar den Small Rock. Aber davon können wir momentan noch nicht
großartig spekulieren oder irgendwie darauf hoffen, denn noch haben wir ja keine Bomben. Dafür würde ich definitiv eine Bombe opfern, fürs Protokoll. Abel! Oh, noch ein weiterer Familiar, und zwar keiner von der Sorte, die ich gut finde. Dann bleibt uns wohl nicht viel übrig, als uns mal den Rest des Floors anzuschauen und aktiv auf eine Bombe zu hoffen. Das wird allerdings, wie es ausschaut, ein Ding der Unmöglichkeit, wenn wir uns hier mal so angucken, wie es bis jetzt läuft. Was wir natürlich tun könnten, wäre mit unseren sehr niedrigen monetaren Mitteln in den Shop zu gehen und zu hoffen, dass es da eine Bombe gibt. Die es tatsächlich auch gibt. Interessant, dann schnappen wir die uns mal. Curse Room wäre auch noch eine Option. Dann würde ich sagen, erstmal holen wir uns die zwei Truhen. Da ist dann vielleicht auch nochmal eine Bombe mit drin. Und damit holen wir uns dann den Tented Rock. Dann gehen wir in den Boss Room und danach schauen wir uns den Curse Room an. Hey, wie erhofft, noch eine Bombe. Noch ein bisschen Kleingeld. Auf zum Tented Rock. Ich meine, wir könnten dann natürlich theoretisch auch gleich hier noch nach dem Shop schauen. Secret Room schauen. Schlüssel und ein Spirit Hearts, immerhin. Zwar leider kein Small Rock, aber okay. Und dann kämpfen wir gegen Monstro. Hi Monstro. Gut, dann ist das hier eigentlich ein ziemlicher ja, Selbstläufer. Okay, High Jump. Okay, gleich haben wir Monstro erledigt. Wir dürften dann jetzt auch gleich ein Deal bekommen, ja. HP Upgrade, also noch ein Spirit Hearts. Und unser Deal gibt uns den Pakt. Sehr schön. Damage Upgrade, Tears Upgrade. Und gibt uns zwei Spirit Herzen. Heißt also, wir haben im Endeffekt ein Spirit Hearts bezahlt für den Deal gerade. Schauen wir noch schnell im Curse Room. Zwei Trollbomben, jupp die fucking do. Schauen wir noch schnell im Shop vorbei, schnappen uns die Spirit Hearts und verschwinden wieder auf den nächsten Floor. Ich bin ja schon irgendwie enttäuscht, dass wir immer noch keins von den sehr interessanten neuen Devil Room Items gesehen haben. Also abgesehen von Sulfur und Promise? Nee. Oder doch, sie ist glaube ich Promise. Naja. Kümmern wir uns mal schnell um die Kerlchen hier. Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Wir können glücklicherweise auch wieder die Map sehen. Ja. Das wäre auch erledigt. Dann gehen wir wohl als nächstes nach rechts. Gut, Plotti. Nee. Maggot. Maggot. Plotti. Item Room. Nein, der Boss Room und der Curse Room. Und ich habe witzigerweise nicht mal Damage genommen. Gehen wir direkt mal zum Boss, wenn wir eh schon hier sind. Pestilence. Das bedeutet, wir bekommen jetzt einen Cube of Meat. Einen Orbital. Alter, Pestilence, entspann dich. Okay, Pestilence ist kopflos. Gleich haben wir Pestilence auch gekillt. Okay, das wäre Pestilence, da unser Keep of Meat. Orbital blockiert gegnerische Projektile, fügt Gegnern Schaden zu. Ist ganz cool. Gucken wir direkt nach dem Curse Room vorbei. The Mark, perfekt. Damage Upgrade und ein Spirit Hearts. Außerdem ein Speed Upgrade. Unser Damage dürfte jetzt schon nicht zu verachten sein, wenn ich mir das so angucke. Und dann suchen wir jetzt unseren Item Room. Yay, gefunden. Die meisten unserer Gegner können uns jetzt nicht mehr viel ausmachen. Selbst die Charger sind jetzt inzwischen irgendwie doch machtlos geworden. Pinky Eye, warum nicht? Wir schießen hin und wieder eine Poison-Tier. Beziehungsweise eine Träne, die Poison... Really? Mom's Knife? Really? Alright. Alrighty then. Ja, was wollte ich gerade sagen?
Ich hab's irgendwie vergessen. Egal. Kann ja nicht weiter wichtig gewesen sein. Dann verschwinden wir jetzt auf den nächsten Floor. Reichen hier mal ein bisschen aus. Ah ja, genau. Beziehungsweise wir verschießen keine Poison Tears, sondern wir verschießen Tränen, die den Damage Over Time Gift Poison Dings Effekt verursachen können. Glücklicherweise hat uns das gerade nicht unseren Schlüssel gekostet. Das hätte es nämlich aktiv gekonnt. Nicht, dass es wichtig wäre, wenn wir gerade nochmal einen aufgehoben haben. Schon wieder der Self-Sacrifice Room. Nicht direkt Interesse. Das war Glück, dass uns das nicht getroffen hat. Dann sind wir links schon wieder soweit fertig. Dann gehen wir wohl mal nach rechts. Gucken, was haben wir hier? Okay, es lief leider nicht so gut wie gehofft. Curse Room. Ich weiß nicht, was da jetzt drin war. Wir sollten nicht in den Secret Room gehen. Wenn wir da rauskommen, sind wir nämlich fast tot. Ja. Okay. Alles erwischt. Cent vom Häufchen. Sehr gut. Bisschen Kleingeld ist immer nett. Ja, fehlen nur noch die Klotties. Ebenfalls erwischt. Okay, unten oder oben? Ich sag unten. Da würde ich definitiv zwei Bomben für opfern. Lobens, kein Problem. Tarotkarte, The Fool, teleportiert uns an den Startraum des Floors. Item Room, a Skeleton Key. Sehr gut, 99 Schlüssel. I got 99 problems, but a key ain't one. Okay. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir als nächstes nach hier oben. Ich hatte gehofft, dass das so klappt. Die Kaltchen waren auch keine Herausforderung. Weder die Hives noch das Turret. Noch ein Hive. Und noch ein Hive. Noch ein Cent. Und noch ein Häufchen. Und wer ist unser Boss? Naja, Fistschuller. Hi, Fistschuller. Au. 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 Was? Was? God fucking damn it. Gut. Reset. Why the fuck not? Ich bezweifle zwar, dass die Runde jetzt gerade nochmal so cool sein wird wie eben, aber... Ja, war mir klar. Telepathy for Dummies, Homing Tears für einen Raum. I am not impressed. Heben wir auf, legen wir weg. Jetzt haben wir zumindest eine höhere Library-Chance. Auf dem First Floor ist das schon mal nicht ganz verkehrt. Aber optimal ist es auch nicht. Curse Rooms sind bis jetzt... Also zumindest jetzt in dieser Runde hier sehr enttäuschend. Wir haben wieder mal keine Bomben für den Tippet Rock, der da rumsteht. Ja. Okay, dann wäre auch der Raum hier geklärt. Da gab es schon mal einen Schlüssel. Jetzt fehlt uns nur noch eine Bombe, wie immer. Au. God fucking dammit, was ist denn heute los hier? Noch ein Schlüssel. Schon wieder keine Bomben. Na gut, dann schauen wir doch einfach mal, wer unser Boss ist. Wartet mal kurz. Shit, ich glaube, dem Jake ist eine Grille entkommen. Okay, das ist ein bisschen dumm gelaufen. Ich muss das Viech dann suchen.